Willkommen zurück, Leute, bei einem neuen Part. Und wir fangen gleich wieder mal mit dem Spinnenrun an. Ich glaube, der spinnt ja. Und eine Münze. Und ein paar kleine Fleischklumpen. Die uns nichts anhaben können. Und die jetzt auch gestorben sind. Und ach bitte, wir bräuchten jetzt noch eine einzige Münze. Wenn ein 15 Dollar... Ja, wir bräuchten unbedingt noch eine Münze. Zwar hätte ich auch gerne die Tarotkarte, aber ihn hier, die Leiter, hätte ich jetzt noch lieber. Und ich glaube, wenn wir den Bettler auch noch umbringen würden, dann würde es klappen. Entschuldigung, Leute, ich bin gleich wieder da. So, Leute, bin wieder da. Da hat kurz das Telefon geklingelt, aber das sollte mich jetzt nicht weiter stören. Wird eh schon rausgeschnitten sein. Darf ich nur nicht vergessen. Nein, verschwinde, verschwinde. Und du auch. Oh mein Gott, nein. Ich hab's irgendwie gewusst, dass ich getroffen werde noch. Du blöder Brocken, du. Ich brauche eine Münze. Nix von euch. Ach, normalerweise sind von den Fistula-Teilen auch immer besondere Gegner dabei. Jetzt hat nicht. Jetzt immer nur die normalen. Ich brauche kein Herz, ich brauche eine Münze. Münze! Schon mal was davon gehört? Okay, gehen wir zum Bettler und springen ihn in die Luft. Wir springen ihn in die Luft. Ja, das tun wir. Er liebt Bomben. Ich habe letztens ein paar Mal offscreen gespielt und da hat mir der Bettler so viele Bomben gegeben. Und nicht nur die normalen Bomben, nein, nein, nein. Auch noch die Assi-Bomben, die sofort solche Mini-Trololo-Bomben. Warum spiele ich jetzt mit dir? Echt jetzt? Wenn jetzt mir eine Münze wegen dir abgeht, ich sag's dir. Du bist an allem schuld. Ich krieg nicht mal eine Münze bei ihm. Boah, ist der scheiße. Jetzt kann ich nur darauf hoffen, dass wir den Supergeheimraum Geheimraum noch finden. Mit, Ach, gut, gefunden. Ach man, schlecht gefunden. Wieso? Wieso? Jetzt kann uns der Gegner nichts geben, oder? Keine Münzen. Wird wahrscheinlich wieder so ein Reiter sein. Ja, da hat er mir Haufen Trololo-Bomben auch noch gegeben und... ich musste versuchen, dass er noch am Leben bleibt. Bitte. Okay, Gerdi, Gerdi, Gerdi. Ich bin jetzt auch ein Magician, so wie du. Oh, wow, wie schnell du schießt. Ich komme ja kaum mit. Du bist ja so overpowered. Deine Schnelligkeit ist so atemberaubend. Und das Coole ist, er kann nicht mal so weit schießen. Okay, okay, komm. Oh mein Gott. Hilfe, ich habe so eine große Angst. Wenn ich so rede, dann komme ich mir irgendwie so vor wie die von Portal. Portal 1 und Portal 2, die Gladys. So. Ich fasse es nicht. Wie konntest du mir das nur antun? Du Hohlkopf. Achso, schon fertig. Hm, cool. So kann man sich beim Labern in so etwas... Schon wieder ein Lebensupgrade und schon wieder eine Magician. Was passiert, wenn ich da eigentlich... ein normales Herz opfern würde? Brimstone. Nee. Ja, eine Münze und jetzt fehlt uns noch eine einzige verdammte Münze. Nein, das kann nicht wahr sein. Kacke. I hate you all. Aber eigentlich läuft das sehr, sehr schnell. Wir sind eigentlich schon in Mams Ebene. Komisch, er kann bis jetzt keine einzigen rufen. Oder ist einfach nur zu langsam, um welche zu rufen. Du musst sterben. Sackfliege. Mann. Ich bekomme gar nichts Gutes. Schön, dass ich so einen Run habe, aber...
Es ist dumm, wenn man nur gar nichts bekommt. Ja, jetzt ist da die Münze. Ja. Jetzt kannst du mich auch mal am Arsch lecken. Leck mich doch am Arsch. Für die Freunde unter euch, für die Freunde unter euch, für die Brickforce und Minecraft-Freunde unter euch, hätten der Vlad und ich ja schon ein Let's Play Together angefangen mit Brickforce und wir haben uns auch gedacht, dass wir auch so Map-Vorstellungen machen. Wenn irgendeiner von euch eine Map hat und auch Brickforce halt natürlich spielt, kann er sie uns ruhig schicken, beziehungsweise muss er halt on sein, wenn wir on sind. Und dann würden wir sie mit ihm zusammen spielen und auch noch bewerten. Und dann könnt ihr eure Map auf YouTube natürlich oben sehen, auf meinem und auf seinem Kanal. Oder je nachdem, wer gerade mit Aufnehmen dran ist. Ja, ich will vielleicht den Schlüssel haben. Okay, jetzt habe ich alles. Ich will euch umbringen. Schnell. Also, ja, ihr könnt mich und ein Vlad einfach nur anschreiben. Und, ja, Map-Vorstellung, Brickforce. Und, dann klären wir alles mal zusammen. Also, überlegt's euch. Wäre was Gutes. Hat nichts mit jetzt Eigenwerbung oder so zu tun. Nee, es hat auch für euch einen Vorteil. Wir kriegen die Views, ihr kriegt mehr Leute, die an dieser Map mitspielen wollen. Genau. Balls of Steel. Bitte nichts Schlechtes. Speed Up. Bitte nichts Schlechtes. Health Up. Und du bist sowieso was Gutes. Ach ja, stimmt, wir haben ja automatisch PhD mit diesem Item. Ich habe jetzt schon gedacht, wir haben immer nur Schlechtes, aber okay. I'm the devil now. Oh mein Gott, ich habe die weiße Fliege eingefroren. Mann, du bist so dumm, du grüner, dummer Haufen, du. Noch eine Karte. Judgment. Holt den Bettler. Der Empress. Holt doch den Fuß. Hm, da ist sogar noch so ein Raum, also könnten wir das gut gebrauchen. Ah, Hilfe. Ich renne auch noch fast da rein. Ja, nein! Nein! Boah, Glück. Oh nein, Ultra Pride. Oh mein Gott, ich habe vergessen, das ist der Kack. Ja, komm, verschwinde. Spuck mich ja nicht an, spuck mich ja nicht an. Nein! Wieso spuckst du mich an, wenn ich sage, du sollst mich nicht anspucken? Ah, du Arsch. Stirb. Stirb endlich. Noch ein. Und der Left Hand. Okay, Left Hand nehme ich hin. Aber der Tower und alles, das ist doch unnötig jetzt. Das Einzige, was ich vielleicht noch finden sollte, ist der Supergeheimraum. Hier haben wir noch eine Karte. The Chariot. Hm. Könnte ich gut gebrauchen? Ja, könnte ich wirklich gut gebrauchen jetzt. Der Chariot. Okay, hier sind Spinnenfreunde oder Feinde, je nachdem. Ob sie uns umbringen wollen oder nicht. Ja, egal. Alle Spinnen wollen uns umbringen. Okay, hier ist nochmal ein Health Up. Gute Pillen nur. Ach, die hätte ich jetzt schon fast übersehen. Noch eine Bombe zurück und ein Seelenherz. Okay. Sparen wir uns das halbe Herz und hören uns die geile Mucke an. Yeah. Abdance-Mucke. Ah. Idiot da. Kannst du nicht irgendwie hier hin? Ah, kann er wirklich. Okay, du musst kaputt gehen. Und du oben auch. Danke. Ein halbes Herz nehme ich gerne an. Und dich will ich gar nicht sehen. Genauso wenig wie dich.
stirbt. Ja, stirbt. Oh mein Gott, Hilfe. Ihr seid so dumm und assi und ihr sollt sterben. Ja, jetzt der letzte Schuss rettet mich. Oh mein Gott. Danke, ich bräuchte eh nicht die Münze. Und schon wieder sein Raum. Copy-Paste-Room, seht das mal keiner. Niemand. Komm. Ich schieß dich so schnell ab, dass du stirbst. Und dass ich wieder nur ein Seelenherz bekomme. Bringt mir nix. Ich behalte die Kristallkugel und gehe in den Supergeheimraum in der Hoffnung, dass er da ist. Nein, ist er nicht. Gut, dann ist er entweder über diesem Raum oder irgendwo unten rechts, was ich eher glaube. Yep. Die Chance ist gering, aber er wird jetzt hier sein. Letzte Möglichkeit eigentlich nur. Dann, stimmt, es gibt noch zwei Möglichkeiten. Links vom Shop, oben da, wo noch die andere Tarotkarte ist. Oh mein Gott, wir haben so viele Tarotkarten. Oder wie manche auch sprechen wollen, Tarot. I the Magician. Ja, klar. Können wir kurz einsetzen, braucht eh keiner. Hier haben wir noch eine Karte, der Tower. Ah, ja, stimmt. Den nutzen wir jetzt, um oben vielleicht noch mit letzter Hoffnung den Geheimraum zu öffnen. Den Supergeheimraum. Und los geht's. Los. Okay, ich habe mich selbst geopfert, aber das hat sich nicht gelohnt. Wieso tut er mir das nur an? Wieso nur? Was habe ich diesen Monstern nur getan? Judgment nehme ich gern mit, weil ich könnte noch Münzen bekommen, einige. Oh mein Gott, Hilfe. Ja. Und dich muss ich auch noch erledigen. Und ich will einige neue Münzen bekommen. Hey, eine neue Pille. Health Up. Nochmal? Zwei Health Up Pillen? Okay. Nein, nicht die Mask of Infamy. Okay, sie ist schon mal verlangsamt worden. Hier hätten wir wirklich die Tower gebraucht. Aber soll mir jetzt auch schon egal sein. Ich bleib einfach hier unten stehen. Und jetzt haben wir die Kacke am Dampfen gebracht. Zum Dampfen gebracht. Alter, warum drehst du dich so oft um? Okay, gut. Schieß weiter. Jetzt umdrehen und zuck. Los geht's. Komm. Das erste Mal, wo wir ihn normal besiegen, ohne dass er scheiße ist. Das ist eigentlich immer, aber ich meine, dass wir Bomben benutzen müssen. Mann, kann es nicht eigentlich immer langsam bleiben? Dummes Teil, du. I hate you. Von now on, I hate you. Ja, ich vermische Deutsch mit Englisch. Tod. Und Haufen Münzen. Und in der nächsten Ebene seht ihr dann... In der nächsten Ebene? Im nächsten Part seht ihr erst, ob wir in der nächsten Ebene genügend Münzen bekommen. Sodass wir den Bettler vielleicht rufen können und... vielleicht noch ein gutes Item abstauben können. Also Leute, bis zum nächsten Part. Tschüss, euer Pipi-Style.